Es war eine ganz besondere Filmpremiere im Kölner Cinedom. Nicht Schauspieler oder Regisseure standen im Mittelpunkt, sondern die Sternsinger. Über 500 waren nach Köln gereist, um sich den neuen Film zur Sternsinger-Aktion 2014 anzuschauen. Aber Sternsinger auf dem roten Teppich, passt das denn überhaupt? Wir sind die Stars von den Filmen. Ja, die Heiligen Drei Könige sind doch jetzt auch berühmt. Wir sammeln ja für arme Kinder und das ist halt auch was ganz Besonderes. Ich glaube, der Film kommt erst später ins Kino und dass wir jetzt quasi so Ehrengäste sind hier. Wir strengen uns ja auch immer an, gehen von Haus zu Haus, klingeln da und singen Lieder vor. Und deswegen finde ich, ja, und sammeln Geld. Und deswegen finde ich, das haben wir uns verdient. Und er war bereits zum zweiten Mal für die Sternsinger unterwegs, Reporter Willi Weitzel. Diesmal hat er für die Sternsinger ein afrikanisches Flüchtlingslager in Malawi besucht, hat dort mit Flüchtlingen gesprochen und sich angeschaut, wie die Sternsinger helfen. Für euch bin ich dorthin gereist. Tosender Applaus der Sternsinger nach dem Film. Und viele, viele Fragen an den Reporter zu seiner Reise. Trotz des schwierigen Themas waren die Sternsinger sehr beeindruckt vom Film. Es hat auch gute Einblicke gemacht, wie die da leben. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass sie in Strohhäusern leben, statt in richtigen Lebenhäusern. Ich fand's cool, wo der Willi den Mann getroffen hat, der die Gitarren halt gemacht hat. Ich fand ihn gut, aber auch ein bisschen traurig, weil man mal einen Eindruck bekommen hat, wie die Menschen, die geflüchtet sind, wirklich leben und was sie für eine schlimme Geschichte hinter sich haben. Mir hat er gut gefallen, weil dann hat man auch so ein bisschen einen Einblick, wen man halt hilft, wenn man Sternsinger ist. Auch Willi Weitzel war als Kind mal Sternsinger. Den Film zusammen mit den Kindern auf einer riesigen Leinwand zu sehen, war auch für ihn ein tolles Erlebnis. Man spürt ja gleich im Saal auch die Stimmung, die dann sich auf die Zuschauer oder in dem Fall auf die Sternsinger überträgt. Und die waren mit einer großen Konzentration, großem Interesse dabei. Also insofern bin ich ganz glücklich. Begeisterte Sternsinger, ein zufriedener Filmemacher, ein gelungener Auftakt der Sternsinger-Aktion 2014.